super entspannt. Du setzt dich rein, fährst hin. Fertig. Du musst aber klatschen. Danke. Ich heiße Hannah, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Mannheim. Aktuell bewerbe ich mich auf Schauspielstudienplätze, weil ich gerne Schauspiel studieren würde an einer staatlichen Hochschule. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre in Hamburg eine Ausbildung gemacht, zur Musical-Darstellerin eigentlich, und habe dabei aber gemerkt, dass ich das Schauspiel sau interessant finde und einfach noch gerne mehr lernen würde. Und deswegen bin ich seit Oktober am Bewerben. Mit Schauspiel fing bei mir an, ganz, ganz jung schon. Also wir haben hier ein Kindertheater und das ist immer im Winter wird das Weihnachtsmärchen vorgeführt. Und das hat damals tatsächlich mein Papa geleitet und meine Schwester war da auch schon immer dabei und ich saß schon immer verkleidet im Publikum, weil ich beleidigt war, dass ich noch nicht mitspielen darf. Und dann mit 5 durfte ich mitspielen. Und damit hat das angefangen. Und dann war ich da jedes Jahr dabei und später dann auch im Jugendtheater hier im Ort und in der Schultheatergruppe. Und dann kam eben dieser Workshop von meiner Schule in Hamburg und den habe ich als Aufnahmeprüfung gelten lassen können. Und dann war die Richtung eigentlich klar. So. Und dann habe ich auch nie eine Alternative gesucht, weil ich wusste, die Richtung soll es sein. Egal, was am Ende dabei rauskommt, so, das ist mein Fahrwasser und dahin soll es gehen. Ich war jetzt an 2 Schulen schon auf der Warteliste, also habe die Endrunde bestanden und war auf der Warteliste in Bern und in Stuttgart. Die Studien haben angefangen, ich bin nicht nachgerückt und ich weiß genau, sollte ich bis nächstes Jahr, wo die ihre Bewerbungen wieder eröffnen, noch keinen Platz haben und mich dort noch mal bewerben, wird mir das nicht angerechnet. Ich fange bei 0 an. So. Und das ist halt auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite ja eigentlich nur fair, weil es immer ein Zusammenspiel ist mit wem bist du gerade da. Es ist immer eine Frage von Timing auch. Also zum Beispiel in Rostock war ich in der 2. Runde und habe dann das Feedback bekommen, also bin ich weitergekommen und habe das Feedback bekommen, ja, wir hätten sie eigentlich ganz gerne noch weitergelassen, aber wir haben schon jemanden in der Endrunde, der ihrem Typen entspricht. So. Und das ist halt, das ist sehr fair und gut, dass die mir das so sagen können. Aber das macht nur wieder deutlich, wie willkürlich das ist. Also wäre ich früher da gewesen als die andere Person, wäre ich dann weitergekommen oder doch nicht? Also man weiß es einfach nicht. Und ich lerne ganz viele tolle Menschen kennen. Man könnte ja meinen, dass das alles irgendwie so sehr konkurrenzbehaftet ist, aber in meiner Erfahrung war das halt wirklich gar nicht so, weil wir alle wissen, wie schwer das ist und wie hart das ist und wie sehr das auch wehtun kann. Und das hilft einem dann auch so ein bisschen, damit fertig zu werden. Das Wissen, so, man ist damit einfach nicht alleine. Eigentlich soll das ein Gänseblümchen sein. Sieht aber irgendwie nicht so aus wie ein Gänseblümchen, sondern mehr wie eine Marguerite oder so. Ist aber auch okay, weil Margueriten sind die Lieblingsblumen von meiner einen Oma. Von daher, so oder so, ist es schön. Ich bewege mich auf das Ende von meinem ersten Vorsprechzyklus vor. Das bedeutet, wenn ich jetzt keinen Platz kriege bis im Sommer, dann geht es für mich von vorne los im August mit der Ernst Busch. Seit März war so ein Loch, wo nicht so richtig was war, wo man nur gewartet hat irgendwie auf Antwort. Und das ist dann immer so ein bisschen nervenzehrend und kräftezehrend, weil man nicht so richtig was machen kann und auf was hinarbeiten kann. Und jetzt gerade läuft das wieder recht gut an. Ich bin Ende Juli in Frankfurt, ich bin im Juli dann in Wien und in Graz. Und wenn es in Frankfurt gut läuft,
nochmal in Frankfurt. Das heißt, das wird dann eine richtig heftige Zeit, weil da alles irgendwie auf die gleichen 2 Wochen fällt. Und da wäre ich dann, sollte es in Frankfurt klappen, von Wien muss ich nachts nach Frankfurt, muss dann in Frankfurt vorsprechen, muss dann nachts nach Graz und dann in Graz vorsprechen. Klar, es wird dann hektischer, auch gerade für den Kopf, vor allem, weil ich jemand bin, die gerne Sachen rauszögert, bis man sie dann machen muss. Und das ist natürlich immer mit innerem Stress verbunden, ohne den ich aber aktuell nicht zu funktionieren scheine. Aber das ist ein anderes Thema. Also normalerweise ist es so, du fährst dahin, du spielst vor und du kriegst dann am Ende vom Tag spätestens die Nachricht. So. In der ersten Runde spielst du eigentlich hauptsächlich vor. Und dann sagen sie dir ja oder nein. Außer manchmal, dann gehen sie schon in der ersten Runde mit dir irgendwie ran. Aber oft ist es so, dass erst in der zweiten Runde sie so richtig anfangen, mit dir zu arbeiten und dir Input zu geben und zu schauen, wie du eben darauf reagierst und so. Und das finde ich das Allerspannendste an diesem Vorsprechen. Da kannst du am meisten mitnehmen auch. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich ganz gut mit Absagen zurechtkomme, vor allem auch durch diesen Bewerbungsprozess. Aber was halt wehtut, ist, wenn du Absagen kriegst, wo du nicht so ganz weißt, woran es gelegen hat, oder wo du genau weißt, es hat halt daran gelegen und unter anderen Umständen wäre das anders gewesen. Zum Beispiel in Ludwigsburg, das war eine Schule, die mir richtig wichtig war und dann war ich krank. Dann bin ich in der ersten Runde rausgeflogen und dann haben sie mir als Feedback gesagt, so ja, du bist energetisch immer wieder in dich zusammengefallen, du konntest nicht dranbleiben und das hätten wir uns von dir gewünscht. Und ich musste ihnen ja recht geben, also die hatten ja so recht damit, aber ich hatte halt auch einfach Fieber. Wenn man dann weiß, man hätte es so viel besser machen können, wenn man wirklich weiß, boah, es lag gerade einfach zu 100% an dir und an dem, was du geleistet hast. Dann ärgert man sich schon. Also ich ärgere mich dann. In Frankfurt war die erste Runde per Video. Da habe ich ein Video hingeschickt. Eigentlich 3 Videos. Ein Selbstinterview und 2 Rollen. Und die haben dann ewig nichts von sich hören lassen. Und dann kam irgendwann die Mail, dass ich jetzt zur zweiten Runde kommen darf. Es geht darum, dass ich neue Monologe brauche. Und da gibt es verschiedene Quellen, die ich nutzen kann. Einmal gibt es hier diese Monologbücher vom Henschel Verlag, die, glaube ich, jede Bewerbende hat, in denen schon viel gestöbert wurde. Aber wenn da nicht drin ist, was man sucht, gibt es auch eine sehr tolle Dropbox für Schauspielschulprüflinge, in denen massenweise an Stücken sind. Klassisch, modern und da ist eigentlich so gut wie alles drin. Und da muss man, das läuft über Facebook, da kommst du in eine Facebook-Gruppe und dann fragst du, ob du den Link haben darfst und dann kriegst du den Link. Also mir hat das das Leben wahnsinnig erleichtert, weil ja, ich habe mir auch schon Monologsammlungen gekauft, aber diese Dropbox ist eben frei zugänglich und deswegen auch sehr, sehr lebenserleichternd. Und da schaue ich gerade, ich habe einen Monolog im Kopf. Da schaue ich gerade, ob der hier hinterlegt ist. Wenn ich einen Monolog lese und merke, der spricht mich irgendwie an, auf irgendeiner Ebene. Meistens weiß ich das noch gar nicht so ganz, was daran es jetzt ist, was mich anspricht, aber dann ist der schon mal erstmal gekauft oder hinterlegt. Und dann schaue ich mir den genauer an. Was passiert da genau? Was ist die Geschichte? Dann lese ich meistens das komplette Stück, weil ich es wichtig finde, dass man solche Texte auch im Kontext sieht und eben weiß, was ist das für eine Figur? Was erlebt die? Was treibt die um? Und sowas kriegt man eben eigentlich nur mit, wenn man das Stück liest oder halt eh schon kennt. So. Und ja, dann schaue ich eben, wie ich das interpretiere, also welche Gefühle sind wo verankert und was ist so ungefähr mein emotionaler Leitfaden. Und dann lerne ich erst den Text, dass ich den sprechen kann und dann
spreche ich den Text sehr oft. Also nochmal und nochmal und gucke, okay, was löst was aus und was finde ich wie. Und daraus, das sind dann so ganz viele kleine Puzzleteile, die sich dann für mich zusammensetzen. Und dann hat man am Ende eine Figur. Es schneit draußen, Karnevalsgetummel. Mit einem Teil von sich da drin. Und dann zeigt man das und dann wird einem gesagt, wie das gefunden wurde. Also ich spiele Klavier am besten, wenn ich wirklich nur für mich spiele. Und vor den Aufnahmeprüfungen in Stuttgart und in Stuttgart und in Wien konnte man vorher in so einen Vorbereitungsraum alleine und da habe ich Klavier gespielt, weil mir das total hilft, irgendwie im Moment zu sein und sich gerade auf das, was passiert, zu konzentrieren. Ich habe das auch noch nie wirklich gerne gemacht, so vorgespielt. Ja. So mit dem Singen ist das anders, das ist mir voll egal. Oder Spielen ist da auch ein bisschen intimer, das finde ich irgendwie unangenehm, wenn es nicht in dem entsprechenden Setting ist, dass ich jetzt weiß, hier wird gerade, wir machen jetzt hier Schauspiel. Aber Klavierspielen, das ist so. So, wir müssen jetzt zur U-Bahn. Ich weiß aber gar nicht wo. Weißt du wo? Da ist S-Bahn. Okay, wir gehen auf die Suche. Schon da, oder? Nein, weißt du's? Niklas? Oh! Wo ist die U-Bahn? Da. Haha, ich brauch dich gar nicht. Drei Rollen brauche ich. Vier habe ich dabei. Dementsprechend habe ich auch Klamotten dabei. Ja. Aufregung. Aber die ist schon seit Tagen da. Also nervös ist man da schon. Ja, bei mir ist im Kopf gerade meine Texte alle parallel. Und ich schaffe es nicht, mich auf einen zu konzentrieren. Und ich muss das irgendwie noch schaffen, mich auf die einzelnen zu konzentrieren. Aber das reicht auch noch im Zweifelsfall, wenn man dann dort ist. Ich glaube, wir sind da dran. Vielleicht auch noch eins. Ich weiß nicht, in welchem Stock. Wir müssen jetzt einfach jeden Stock ausprobieren, bis ich sage, das kommt mir bekannt vor. Oder wir fahren halt wieder nach unten und warten auf die Schilder. Und mich macht gerade mega nervös, dass hier niemand ist. Ah. Ich meine, ich bin früh dran, aber so früh noch. Heck doch bitte Schilder auf. Ich weiß allerdings nicht, ob da dann auch die Prüfung ist, aber da steht schon mal Schauspiel an der Tür und jetzt sind wir hier. Und das ist niemand sonst. Die sind schon voll weg. Wie war der Tag? Der war mit vielen Eindrücken. Ich war dann froh, als mehr Menschen kamen, die dann auch was damit zu tun hatten und ich nicht mehr alleine gefühlt in diesem Gebäude rumgeirrt bin. Dann hatten wir ein Warm-up, das war richtig cool.
Ich finde, immer anhand dieser Warm-ups kann man schon so ein bisschen spüren, passt die Art und Weise von der Schule zu mir oder nicht. Und es hat heute auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite cool. Ich kriege erst morgen das Ergebnis. Also ich kriege erst morgen die Mail, wo mir gesagt wird, ob ich weiter bin oder nicht. Was bedeutet, dass ich heute Abend und morgen früh mir 10.000 Gedanken machen werde und viel überdenken werde. Und dann werde ich sehr stark ins Zweifeln kommen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen Bauchschmerzen kriegen. Und das ist halt nicht so cool. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ganz fair, dass die sagen, ey, wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, zweite Runde. Wir gucken uns alle an und treffen danach die Entscheidung. Schwierige Frage, weil ich mir eigentlich immer versuche, kein Gefühl zu geben, damit die Enttäuschung nicht zu groß ist, falls es nicht klappt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, die Hochschule gefällt mir sehr gut, das Umfeld hat mir sehr gut gefallen, der Umgang hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, ich würde mich schon echt freuen, wenn es weitergeht für mich. Aber das werden wir erst noch erfahren. So, es ist irgendwie gerade ganz viel in meinem Kopf, was alles gemacht werden muss. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe gerade überhaupt keine Kapazität, irgendwas zu machen, außer irgendwie diese Vorsprechen zu versuchen, hinter mich zu kriegen, so gut wie ich halt kann. Ja. Fragt man sich manchmal, warum man sich die Scheiße ausgesucht hat. Dieses Warten ist mit das Unangenehmste, auch beim Vorsprechen selber. Das Warten, bis man dran ist, das Warten, bis die anderen dran waren, bis man die Antwort kriegt. Das ist schon immer auch einfach eine Nervenprobe. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Oh, ich will es wissen. Das ist so scheiße. Naja. Jetzt wissen wir ja, wo die ist. Die U-Bahn. Ich weiß nicht so ganz, ob mir schlecht ist, weil ich Hunger habe oder weil ich aufgeregt bin. Jedenfalls ist mir ein bisschen schlecht. Wir sind hier, weil heute die Endrunde beginnt von der FMDK in Frankfurt. Die geht 2 Tage, wahrscheinlich. Und heute ist der erste Tag. Irgendwas zu verlieren, irgendwen zu verlieren. Nein, dir war alles egal und der Mensch zu banal. Und hast du eigentlich gesehen? Ich hab mal zu lang. Ein Telefon frei. Hallo. Yes. Wir mussten einen neuen Monolog lernen. Mhm. Wir konnten uns einen aussuchen und ich habe einen, der in der Telefonzelle spielt. Und ich dachte, nehme ich mein Telefon mit? Ich habe ja eins. Du willst nichts vermissen. Was hat denn nur dein Herz so verschlissen? Und zwischen so, ich bin müde. Ich bin, wenn die ganze Anspannung von dir abfällt und da einfach nur Müdigkeit bleibt, weil du eigentlich schon den ganzen Tag müde bist, aber alles in dir nochmal irgendwie rausholst und irgendwie nochmal durchbeißt und dann ist einfach so. Und sie treffen gerade in diesem Moment eine Entscheidung. Wäre schon cool, wenn sie mich morgen nochmal sehen wollen würden. Ich hatte auf jeden Fall Spaß heute. Ich habe ein gutes Gefühl. Meine Gefühle haben mich aber in der Vergangenheit auch schon getäuscht. Und du träumst von Abenteuern mit Ungeheuern, Aliens und... Hallo! Hallo!
geht weiter. Nice. Yes. Wow. Ja. Wir dürfen eine Duo-Szene spielen und inszenieren. Und da habe ich gerade mit meinem tollen Szenenpartner das alles durchgelesen und verteilt und Rollen verteilt und Konzept überlegt und so. Und deswegen muss ich auch gleich wieder rein, dass wir da noch ein bisschen weiter proben können. Aber es geht bald. Und der Mensch zu banal und weil sich nichts für dich lohnt, fühlst du dich. Ich habe irgendwie die ganze Zeit aufs Klo gemusst. Ich bin bestimmt 3-4 Mal aufgestanden heute Nacht. Weil meine Blase so war, ey, wir sind nervös. Wach mal auf. Ich habe ein gutes Gefühl, ich freue mich. Und vor allem ist es halt, jetzt bin ich echt an einem Punkt, wo es so ist, ich mache, was ich mache. Ich gebe alles, was ich kann. Und wenn es recht ist, toll. Und wenn nicht, dann fahre ich halt nach Graz. So, das müssen wir jetzt sehen. Aber ich hab Lust auf heute. Ich hab Bock. Das ist schon mal gut. Ja, ich bin drin. Schon. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, was ich fragen soll gerade. Ich meine, das war einfach ein sehr langer Tag. Das war ein sehr langer Tag. Mit so viel Warten. Und dann nochmal warten. Und dann mussten nochmal welche rein. Und ich nicht. Und das ist immer so ein Brainfuck. So, ist es jetzt gut? Ist es schlecht? Hätte ich nochmal was zeigen können? Oder haben sie sich schon entschieden? Und dieses Warten, dieses verdammte, verkackte Warten, ey. Und Und es tut mir so weh für die, die jetzt nicht mitkommen können, weil wir so eine nice Energie hatten. Wir hatten so eine schöne Dynamik zu 14. Und jetzt sind wir nur noch 8 und du bist eine von mir da. Ich glaub's noch gar nicht. Seit Oktober und es waren. Es ist meine 9. Uni vor Ort, aber beworben habe ich mich mit Video bestimmt an 14, 15 oder so. Und ja, es ist. Zweimal war es knapp davor, mehrfach bin ich in der ersten Runde rausgeflogen. Es ist halt einfach, es ist so eine Strapaze, auch für die Seele. Ja. Ja. Ich weiß, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich weiß nicht, was ich denke. Ich weiß gerade gar nichts mehr. Es ist gerade einfach so. Ich glaube es noch nicht so ganz. Ein Teil von mir ist immer noch überzeugt davon, dass ich mich verhört habe und dass die gar nicht meinen Namen gesagt haben. Genau. Ja, genieße mal für den Abend. Dankeschön. Und dann
Einfach kommen gut nach Hause. Dankeschön. Und war nicht Spaß. Ja. Drehschluss? Drehschluss. Drehschluss!